So, das sind wir wieder mit Marigold N64, Part 4. Und wir haben letztes Mal hier gestoppt, haben gerade gegen Luigi eine weitere Medaille errungen. Und es regnet wieder. Das lieben wir ja alle. Oh, okay. Wäre sowieso nicht mehr geworden, aber das hätte nicht passieren müssen. Auf den gelben Tasten kann man, während der andere schlägt, in... ja... ein paar Kommentare einfügen. Zum Beispiel das hier. Das hier. Das hier. Ja. Wenn man selber dran ist, geht es nicht. Der liegt sehr gut. Sollte eigentlich funktionieren. Ja. Und wo man lenkt, kann man auch noch das machen. Warte, gleich. Kann man die Komplimente machen. Netten Kommentare. Okay, ich glaube, er lässt uns gerade gewinnen. Er hat irgendwie keinen Bock mehr auf diese Welt. Na, dann erfüllen wir ihm den Wunsch und beenden diese Bahn. Dieses Loch. Und noch 6 Medaillen zum Sieg. Sehen nicht gleich, dass der Computer runterschießt, aber ich glaube, der geht durch den Wind sogar wieder hoch. Normalerweise bleibt der Ball da unten, wenn der Computer schießt. Oh nein, das ist nicht so gut gewesen. Der ist mir misslungen. Und das sogar ohne Werk. Aber der kam doch noch aufs Grün irgendwie. Okay, das wird ein bisschen heikel. Oh, das ist echt fies. Da verzieht er sich weg. Aber Luigi trifft Gott sei Dank auch nicht. Somit wird das höchstwahrscheinlich ein Unentschieden in dieser Welt. Nice car. Ja. Nice car. Ich hoffe nur auf ein Holy One lebt wieder. Na, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber was war echt miserabel. Das war nicht mal aufs Grün. Ja, dann probieren wir mal das wieder. Das hat ja im letzten Mal auch super geklappt. Diesmal leider nicht. Kann ja nicht immer funktionieren. So. Und ein nice Part.
wird wieder ein Unentschieden. Und man sieht es so schön, dass nicht bei jedem Unentschieden eins, sondern jetzt waren es zwei Unentschieden, bevor eines verschwunden ist. Kommt eben immer darauf an, wie viele Löcher noch übrig sind. Ja. Und werden wir mal. Nee, kein Power einsetzen. Brauchen wir ja nicht. Geht so auch. Nicht in den Bunker. Natürlich. Mit vollen Karacho rein. Ich liebe den Bunker. Nice on. So. Probieren kann man es ja. Funktioniert tut eh nie, aber. Oh, da. Wie knapp war das denn? Der hätte auch reingehen können. Das war jetzt. Ja. Glück auf der einen Seite, Pech auf der anderen Seite. Hier sind wir zum Beispiel jetzt nichts verschwunden, trotz Unentschieden, weil noch genug Löcher übrig sind. Jetzt habe ich kein Power eingesetzt, was ich eigentlich wollte, aber ja, egal. Ja, wäre ja sowieso nichts geworden. Ja, dann setzen wir ihn halt jetzt rein. Nein, jetzt nicht. Ich wusste, es lag aber so dermaßen. Alter, nicht schon wieder dieser Zeitlupen-Lag, den mag ich überhaupt nicht. So, jetzt geht's. Nice shot! Die zweite Animation. Das bleibt immer dieselbe, also. Hey, wir machen halt nur die alleine Animation. Jeder Charakter hat nur eine Animation. Nur so zur Verdeutlichung, es kommt keine andere. Jetzt müsste man schon Charakter wechseln. So, ich werde hier vielleicht nicht putten, ja, das hat Spaß gemacht, dass es ein bisschen weit weg ist. Ich putte ihn gerne aus dem Fairway, einfach nur mal so, weil es lustig ist und jetzt läutet jemand an, aber da wird schon jemand anders rangehen, nicht ich. Und das ist der Sieg. 4 Medaillen haben wir, 4 fehlen noch. Ja, jetzt leckt's beim Computer. Nur bringt uns das wenig, weil der Computer beeinflusst wird. Hi. Hallo.
Das war gerade mein Vater. Soll ich es so probieren? Nee. Ich bin froh, wenn es so funktioniert. Obwohl es hinten funktioniert hätte. Aber ja. Mit weniger Druck lässt sich das ja auch leicht sagen. Und das wird höchstwahrscheinlich die letzte Welt. Bis zum Half-Turn machen wir es danach. Ah, ich putte wieder gerne, ich liebe das einfach. So, Trickshots aus dem Fairway, nur, ja. Funktioniert halt nicht immer, aber manchmal halt, und dann sieht es halt ziemlich gut aus, wenn das aus 60, 70 Metern reingeht, also Fuß, ist halt da die Einheit, sind ja keine Meter. Und da ist das Paar und ja, damit war's das für diesen Part. Auf Wiedersehen.